Das war richtig eklig. Das ist gerade sehr grenzwertig. Ich überlege gerade, ob ich sage, ich mache das nicht. Stimmung kippt. Nein! Nein! So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Deuxième aller. Wir starten heute wieder richtig durch. Ich wollte einmal zeigen, der Online-Service geht immer noch nicht. Ja, wir sind jetzt schon 2-3 Wochen im Game und ich hatte es ja am Anfang des Projektes gesagt, dass ich überlegt hatte zu warten, bis die Online-Server wieder da sind. Katastrophe. Also ich finde es einfach heftig, dass sie so von 3 Spielen monatelang den Online-Service. Also ich stelle mir gerade vor, es wäre so bei Riot oder so, ist wahrscheinlich ein schlechter Vergleich, weil das hier ja vor allem Singleplayer-Game ist, wobei eigentlich durchweg Online-Komponente drin sind. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir schauen uns erstmal die Kommentare an. Ich, kurz vorab, ich nehme doch nicht direkt im Anschluss zur letzten Folge auf, sondern am nächsten Tag. Das heißt, wir können auf die Kommentare der letzten Folge eingehen, was ganz nice ist. So, Martin Fries hat geschrieben zu Aphlis, den habe ich immer Alphys genannt. Geil. Der war halt eine Hilfe in dem Gebiet zum Clearen, ist aber nicht zwingend immer eine Quest mit verbunden. Die Quests, die andere Kommentatoren meinen, sind verbunden mit so Leuten, die du auch als quasi Nichtgeist in der Welt treffen kannst. Also anders, ich dachte ja, der ist da wegen meinem Eid. Weil mein Eid, ich habe diesen Ring, sagt, yo, ich kann Leute beschwören zu meiner Hilfe. Und ich dachte, es war so ein bisschen wie bei Dark Souls 1, der eine Eid, dass man immer vor manchen Bossen sich Hilfe beschwören kann. So, habe ich ja auch nochmal nachgefragt. Und da wurde mir aber gesagt, nee, der Eid beschwört nur echte Spieler zu meiner Hilfe. Sollte der Online-Service irgendwann mal wieder gehen. Als Hilfe, falls ich invaded werde. Das heißt, dieser Eid, den ich habe, ging ich die ganze Zeit von was Falschem aus. Aber der Ring bringt ja trotzdem ein bisschen Leben. So, wie immer, bessere Abendunterhaltung. Vielen Dank. Ein Vorschlag von mir am Ende jeder Folge. Vielleicht ein Zettel oder ähnliches, wo drauf steht, was in der heutigen Essos Flakon drin war, lesen. So, Reaktion wäre natürlich witzig. Habe ich. Ist schon wieder auch ein bisschen am Flocken. Geil. So, dann. Vorschlag, immer wenn Henno einen Lebensstein benutzt, muss er eine Jellybean essen. Ich habe Dark Souls 2 nie gespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die uns noch eine Weile begleiten. Das Ding ist, ich will es jetzt auch nicht ausufern lassen, ganz ehrlich. Weil jetzt immer andauernd irgendwas machen. Ich will auch wirklich in der Zone sein und zocken. Das mit dem Estus Flakon finde ich schon ganz nett, weil es, ich trinke ja eh so nebenbei ein bisschen. Und die Interruption soll eher, die wirkliche Interruption soll durch die Tode kommen. Wenn ich jetzt mir auch noch irgendwelche Bonbons einschmeißen muss, was kommt als nächstes? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, cooler Vorschlag an sich, aber mir wäre das jetzt ein bisschen too much. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist oder, ja. So, dann nochmal aus Folge 5 ein Tipp. Du musst nicht permanent auf die Kisten hauen, um zu checken, ob die Kiste wirklich eine Mimik ist. Du erkennst eine Mimik anhand des Atmens und des Aussehens. Die hat wohl leichte Zähne dann. Also anders als in Dark Souls 1 mit der Kette nach vorne und nach hinten. Das ist sehr interessant. Dann, nach einem Shield-Break, wie hier, yeah, kann man, als hätte man jemanden pariert, den Gegner riposten, wobei man da deutlich weniger Zeit als beim Parieren hat. Das heißt, ich muss wohl immer kurz warten. Ich habe dann bei Dennis immer RT gedrückt, um ihn richtig hart zu hitten. Tipp, Menschenbild wird später im Spiel noch andere sehr interessante Funktionen bieten, deshalb solltest du wirklich sparsam damit umgehen. Cool, alles klar. So, das heißt, dieser Aphlis, Alphys, wie auch immer, der war keine Quest. Da stand zwar Aufgabe erfüllt, aber das war, weil er draufgegangen ist, vermutlich. Okay, und hier hinten steht er nicht mehr. Wir haben letzte Folge richtig viel geschafft. Wir haben richtig viel neues Equipment bekommen. Ich habe aber auch was übersehen. Habt ihr mich darauf hingewiesen? Generell ist es für mich manchmal eine Herausforderung, alles immer zu lesen. Tatsächlich. Einfach, weil ich hier auch sehr aufs Commentary achte und weil ich einfach die ganze Zeit total hyped bin und ja, ein bisschen hibbelig auch. So, Königsgroßschwert, da habe ich witzigerweise keine Kommentare zu gesehen
Und das Drangleic-Schwert, das hab ich vergessen. So, wir schalten mal rüber. Also. Wo haben wir es hier? 25 Stärke. A-Geschick-Rating. Krass, wie sieht das aus? Hey, das ist eine Geschick-Waffe? Auch da vielleicht nochmal. Oh, hat kurz geleckt. Ihr habt mir gesagt, dass in dem Wiki bezüglich der prächtigen Lanze es da einfach falsch steht. Und dass bei Dark Souls 2 manche Wiki-Einträge falsch seien. Heftig. Okay, also A-Rating auf Geschick ist ja wirklich interessant. Krass. Aber es sieht geil aus. Hm. Ist das vom Typ? Ist ein Großschwert vom Typ. Und dieses Königsschwert ist auch ein Großschwert. Okay. Das hat aber auch C auf Stärke. Na gut, das kann sich ja auch noch verbessern. Also ich muss sagen, dieses Königsgroßschwert, darauf geiere ich jetzt ein bisschen. Ich glaube, da werden wir diese Folge ein bisschen drauf hinarbeiten. Denn ich muss jetzt mal meine Titanit-Scheiben, Scherben hier mal ausgeben. Es ist auch leichter. Okay. Und, ja, ich finde es geil. Ich finde, es sieht geil aus. Ich habe ja ein bisschen gefragt, so wie es ist mit Waffen, gib mir mal Tipps. Aber ihr habt auch eigentlich ganz gut geantwortet. Ihr habt gesagt, klar, es gibt per se so gute Waffen. Aber vor allem wichtig ist, dass ich mit denen klarkomme. Gutes Attack-Muster für mich und so weiter. Die Peitsche hatte ich auch gar nicht mehr angeschaut. Die ist A auf Geschick. Krass. Und das Drangleic-Schild habe ich ja auch noch. Also jetzt erstmal die Peitsche. Kann ich auch noch nicht tragen. Braucht mehr Geschick. Lol. Kann man die nur zweihändig? Nee, okay. Digga, das ist arschwitzig. Hä, einfach eine Peitsche. Macht die irgendwie Blutungsschaden? Nicht? Das ist ja weird. Also aus Erfahrung kann ich sagen, die sollte Blutungsschaden machen. Und Kritten. So, dann wurde über das Schwert geredet. Alle haben mir gesagt, ja, Henno ist schon gut. Ist eine gute Startwaffe, gerade wenn man noch nicht viel Stärke und Geschick gelevelt hat. Denn mit elementarem Schaden ist es so eine Sache. Erstmal geht das Scaling da nicht so gut drauf, das sieht man auch schon. Und Gegner haben ja nicht nur physische Resistenzen, sondern auch elementare Resistenzen. Das bedeutet, Damage geht ordentlich runter. Generell sind physische Waffen vom maximalen Damage-Output rein nach Zahlen immer einen Tucken besser. Weil es gibt ja auch Gegner, gut, die sind besonders resistent gegen Feuer. Dafür gibt es aber auch Gegner, die besonders anfällig gegen Feuer sind. Aber es wurde ganz gut beschrieben in den Top-Kommentar. Ich habe es jetzt so verstanden, dass wenn sich jetzt der Damage quasi aufteilt, beide Damage-Zahlen quasi angegangen werden von den Resistenzen. Wenn ich ja... Aber ja, ich glaube, es wird jetzt auch zu deep. Also auf jeden Fall ist ein gutes Schwert, aber nicht so krass. Also es gibt schon auch Leute, die damit auch gut spielen und das Spiel auch durchspielen, aber ja. Und ich habe mich verrechnet wohl. Okay. Genau, ich würde halt diese Folge gucken, dass wir tatsächlich auf 20 Geschick kommen und das Königsschwert hier, Königsgroßschwert benutzen können. Eine Sache wollte ich nochmal gucken. Wenn ich das jetzt hier auswähle, dann muss ich mir das ja immer errechnen. Wenn ich aber Y drücke... Das ist Spielerstatus, Ausrüstung, Spielerstatus. Da? Ist das der Schaden? Ah. Flammenschwert im ersten Slot. 201 Schaden.
Königsgroßschwert im zweiten Slot 122 Schaden, weil ich kann es nicht tragen. Da wird auch nicht gedowngradet. Dritter Slot, die Keule auch 201. Linke Hand ist das Schild und da habe ich nichts, das wäre Faust. Okay, lese ich das richtig? Weil dann muss ich hier nicht immer rechnen. 201. Ja. Ja, klar, auch. Okay, so. Kurz rekapitulieren. Da waren wir jetzt komplett durch. Richtig? Ja. Das heißt, wir können jetzt nach hier weiter. Oh, Leute, ich trage immer noch das Schwert. Upsi. Zack. Ja, dann würde ich die Keule jetzt erstmal... Wobei, das Angriffsmuster fand ich schon ganz nice. Na gut. So, es gibt ja noch einiges sonst zu erkunden. Jemand hat einen Tipp gemacht, mir gegeben, dass in der Mine doch bestimmt eine Spitzhacke gut wäre. Fand ich krass. Wir haben übrigens 5 Menschenbilder. Habe ich eine Spitzhacke? Nee. Gut. So, kommt der Dude hier hoch? Nee, ne? Die mit den hellen Reifen waren Ölfässer. Dann sind das hier alles Ölfässer, richtig? Oder? So, komm mal her. Geht wieder los. Mir wurde gesagt, dass die tatsächlich ihre Waffe nicht droppen können. Fand ich schade zu hören, muss ich sagen, weil ich finde die Waffe ziemlich nice. So, wir gucken mal. Ja, Öl, Öl. Und das müsste auch Öl sein. Krass, ich one-hitte die inzwischen. Ich habe ja nochmal ein bisschen Stärke geskillt. Die brauche ich actually nicht machen. Und generell, ich brauche ja gar nicht so ein... Oh, lol. Okay. Das ist jetzt... Ich dachte, ich kann da durch. Das ist jetzt ein bisschen... Scheiße. So. Eieieiei. Kommt der hier rein? Wir legen mal die Armbrust an. Ah, ich habe keine Bolzen mehr. Könnte ich actually mal kaufen. Ich kann mich hier generell mal ans Feuer setzen. Ja. Ja, ich setze mich hier ans Feuer. Wir haben überlegen, ob ich Bolzen kaufe. Nee. Ach, scheiß drauf. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Oder? Ja, komm. Muss ich eh früher oder später. Machen wir jetzt einmal, dann haben wir das. Jetzt einfach ein paar Bolzen, weil die Armbrust war jetzt wirklich sehr nützlich an spezifischen Stellen. So, wo habe ich die herbekommen? Hier beim Schmied. Yes. Okay. 117 könnte ich kaufen. Soll ich das machen? Ja. Ja. Gehen wir direkt alles aus. Haben die auch gestacktes Gewicht? Nö, ne? Gut. Okay. Dann, ich leg dann jetzt mal das Schwert, glaube ich, ab. Das passt. Weil dann habe ich auch eine bessere Rolle. Okay. Gut, wohin gehen wir? Wir gehen hier hin. Richtig? So. Ich bin da nämlich immer noch nicht durch überall bei der Burg, denn es gibt noch eine Sache, das habe ich mir schon fast gedacht. Bei diesem scheiß Gatter. So, warte mal, zweihändig. Das ist ganz nützlich. Habe ich... Oh Leute, jetzt hat er was gedroppt. Habe ich tatsächlich jetzt
in der letzten Folge brauchen können. Aber na gut. So. Das normale Fässer gewesen. So, ich glaube, ich renne jetzt einfach... Nee, ich renne... Ist da wieder offen? Nee, okay. Ja, weil da gibt es wohl noch eine Geheimwand. Moin. Jetzt müssen die anderen beiden kommen. Lol, der dodgt einfach. Krass. So, 4. Das war's. Ja, jetzt ballern wir dahin hin. Und übrigens, die Fässer explodieren, weil die Gegner getriggert werden. Und dahin ihre Scheiße von da oben runterwerfen. Also die Gegner werden irgendwie getriggert. Ne, hier, werfen ihre Bomben runter und dadurch explodiert da alles. Sag mal, wieso klappen das jetzt nicht? Hä? Ah, ist schon alles explodiert. Jawohl. Okay. So, wie war denn das jetzt nochmal? Nee, es war gar nicht hier lang. Hier lang, genau. So. Hier hoch. Oh, da ist jemand, glaube ich, hinter mir. Oder? Ja, Tatsache. Kommt aber nicht nach. So. Jetzt geht es ja hier hinter... in das Areal. Das sollte ich eigentlich nicht machen, weil die Keule ein bisschen verbraucht wird. Jetzt geht es ja hier in das Areal, wo ich... hinterm Gatter bin. So, und hier soll es wohl... den Geheimgang geben. Wurde ich leider von euch gespoilert? Naja, stimmt nicht ganz. Doch, ich glaube, ich wurde gespoilert, aber ich habe jetzt auch nochmal ganz klar gefragt, jo Leute, sagt mal, was habe ich jetzt noch verpasst? Von daher ist ja ganz in Ordnung. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Die helle Bade. Okay, ich trinke mal was. So. Ich habe was getrunken. Ey, dass das letzte Mal Currywurst mit Kaffeesahne war. Junge. Adi. Das ist ja wieder Curry Ketchup, oder? Tja, wonach schmeckt das? Ich glaube, da ist auf jeden Fall wieder Kaffeesahne dabei oder irgendwas Milchiges. So, was ist jetzt hier los? Weil der Kumpel vor dem Gatter hat ja gesagt, hier ist sein Mate eingesperrt. Aber jemand hat auch berechtigterweise gesagt... Jemand hat berechtigterweise gesagt, dass in Souls-like-Games... Areale nie so designt sind, dass man nicht mehr rauskommt ohne Heimkehrknochen. So, jetzt, da ist doch so eine Platte, oder? Is it a trap?
Warum ist da ein Gatter hinter? Warum geht da der Gang weiter und da ist ein Gatter? Das ist doch sowas von eine Trap. Zauberstab, gelbes Kraut. Was mache ich hier? Zauberstab, gelbes Kraut. Zauberstab. Gut, brauche ich ja gar nicht. Ja, Leute, ganz ehrlich, sowas braucht ihr mir nicht sagen. Darauf kann ich auch scheißen. Ne, aber ich hätte actually gedacht, dass das nochmal ein Gang ist, zurück. Weil, ja. Warte mal, hier sind ja auch noch welche, ne? Nee. Interessant. Weil dann ist man ja hier wirklich in der Sackgasse. Es sei denn, man kann da oben runterspringen. Ja, krass. Das war echt auch total unscheinbar. Also die Wand sah jetzt nicht besonders aus. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir hier jetzt durch? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind durch. Mit dem Burg. Mit dem Burg sind wir durch. Ja. Höchstens noch das... Jo. Eine Sache müssen wir noch machen. Eisen. Dahin. Da ist doch dieses fette, große Flusspferd oder was das ist. Das müssen wir noch mal legen. Könnte Miniboss sein. Ne? So, komm mal her, Leute. Ne, ich hab voll getroffen. So, das Ding. Das ist schon heftig mit der Keule. Eigentlich sehe ich mich auch im Late Game mit so einer Keule. So, aber ich liebe halt so fette Zweihandschwerter. Okay. Ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht krass Fullclean, weil ich glaube, hier ist sonst niemand mehr. Ja, gehen wir's an. I guess. Moin. Oh nein, 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 nein. Ciao. Ach du Scheiße. Jubiläum. Ja, also, naja, nee. 10. Krass. Ja. Es ist safe so ein Gegner, der übel easy ist, solange man sich nicht catchen lässt. Also wahrscheinlich immer hinter ihn gehen. Die Frage ist, ob er sich im Grab dann noch dreht. Das ist auch immer so eine Sache. Okay. Gut. Leute. Ihr wisst, was kommt. Ah. Ich habe mir auch viel wieder über die Funksprüche also erklärt mit kommen und so und Ende. So, Leute. Wieder einsteigen. Die wilde Fahrt geht weiter. Es geht wieder los. Mal sehen, ob wir heute was Neues haben. Für mit meinem DIN A4-Zettel. Ja, ich werde den jetzt nochmal... Also, kann sein, dass wir jetzt ein paar Mal drehen. Wenn ich das jetzt nicht schnell in den Griff kriege mit dem. Du bist gestorben auf Eurythmie im Eurythmie-Kittel. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ja, ein paar Wochen. Ja, bis gleich. Übrigens, Fun Fact, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse man das macht, aber auf der Waldorfschule näht man sich dann auch ein eigenes Kleid. So richtig schön mit Nähmaschine und, also aber auch manuelle Nähmaschine, wo man unten so mit den Füßen in die Pedale muss. Naja, Bettwäsche habe ich auch gemacht. Anderes Thema. Okay, let's go. Das Ding ist D und N. Ich glaube, D ist so und N ist so. Bin mir nicht ganz sicher. Also es hat jetzt auch niemand kritisiert letztes Mal.
ganz im Gegenteil, auf Social Media haben alle sich schön erinnert. Yes, sorry. Also. Ja. Es ist so, also egal, jetzt mal ehrlich, es ist so, so surreal, was ich hier mache. Egal. Weiter geht's. Krass, also wenn der einen schnappt, war es das echt. Heftig. Ich könnte ihn jetzt safe wahrscheinlich mit der Armbrust machen. Ah, also. Ist echt jetzt sehr unlucky gelaufen, weil ich kenne jetzt auch nur ein Attack-Muster von ihm. Ich weiß nicht mal, was er jetzt noch so drauf hat mit seinem scheiß Schwanz oder so, aber ich schätze, er grabbt einfach nur. Ich will jetzt auch gar nicht im Wasser kämpfen, weil ich glaube, ich bin da langsamer. Ist er schnell? Ach du Scheiße. Ich trinke gleich. Okay, ich will aber nicht da fighten. Das war ein Grab. Ach du Scheiße. Okay. Und hinfallen, das ist gut. Das ist gut, mach das öfter. Ja, das ist gut, mach das. Oh, das war auch gefährlich. Muss ich irgendwie aufs Auge hauen? Okay. Mach das nochmal. Und hinfallen. Tausend Seelen. Nix gedroppt. Okay. Unspektakulär. Gut, vielleicht hat er eine Drop-Chance irgendwas, ne? Die Chance klopft nur einmal. Gut, aber hier ist jetzt auch kein Item, ne? Nö. Gut, dann sind wir hier. Ich würde behaupten, mit dem Ganzen hier Wald der Riesen und der Burg mit unseren Mitteln und Möglichkeiten erstmal durch. Klar, da hinten noch zur verlassenen Festung oder was das war. So. Das heißt, wir können jetzt entweder die Dickbäuche verkloppen oder wir gucken uns da nochmal den Weg an. Weil da haben mir jetzt auch ein paar gesagt, jo, Henno, da ist noch was. Ja. Gucken wir mal. So, genau, diesen Mechanismus geht ja nicht, ne? Genau, so. Okay. Dann gehen wir hier mal die Wände ab und spam A. Oh, hier ist noch... Nee. Allein, was ist das für ein Gatter, ne? Gut. Dann gehen wir hier lang. Ja, hier war einer um die Ecke. Nee, nicht. Doch, oder? Nee. Okay. Ich erinnere mich hier kaum noch dran. Genau, jetzt ging es irgendwie runter. Kam da nicht das Gatter, wo ich letzte Folge meinte, der Ninja Turtle, dass ich den jetzt von der anderen Seite gesehen hatte hier? Genau, hier war die Truhe. Ja, genau. Nee, doch nicht, oder? Hier geht nicht auf. Und hier?
Tja. Ah, hier gegenhauen. Oh. Lol. What? Das habe ich nicht gesehen. Hier ist eine Schnur. Lol. Fließt jetzt das Wasser ab oder kommt es jetzt raus oder rein oder? Aha. Und hier könnte ich es jetzt von der anderen Seite auf oder zu machen, ja? Bleibt das auf? Warte, ist das dann für... Oder ist das dann für was anderes jetzt? Nee, geht gar nicht. Krass. Ah, okay. Es braucht einfach 80 Jahre. Lol. Okay. Hä? Krass. Ist das dann hier so eine Art anderes Anfangsgebiet? Weil wenn man hier auch direkt zum Start theoretisch hin kann, wenn man nicht das Ding da übersieht. Seele eines verlorenen Untoten. Zerbrochenes Diebesschwert. Zerbrochenes Diebesschwert. Ja, gut. Okay. I guess. So. Jetzt. Hier geht nicht, ne? Gut. Sind wir in einer Kanalisation oder so? Es sieht eigentlich recht geräumig aus, ne? Okay, es geht wieder raus. Freund oder Feind? Wer ist er denn? Bro, bist du Freund oder Feind? Oh, ist so verlockend, den jetzt zu schlagen. Okay, der hat ein paar Pfeile stecken. Ist er hier der Chef? Und wenn ich ihn bumse, kommt ihr wieder? Oh, Junge, ey. Jetzt will ich es aber auch wissen, diese Folge. Gut, der ist in dicker Rüstung. Das heißt, ich glaube, Keule ist hier Main. Ich glaube, Blocken müssen wir mal gucken. Aber es sieht... Alter, wie geil sieht das hier aus, oder? Wie krass. Also ja, I get it, ne? Ist halt echt nicht mehr so düster wie Dark Souls 1, aber immer noch genauso special irgendwie. Also sehr pompös und... Oh, guck mal, da ist eine große Zugbrücke. Okay. Ja, I guess ich muss den kloppen, aber ich renne mal so gut es geht entgegen, damit der mir hier nicht den Weg abschneidet. Junge, bist du groß. Der hätte es aufgeschlagen. Tot. 400. Knecht. Nee, hat er nicht. Das hat nur so gewirkt. Okay. Den habe ich weggeboxt. Nur ist er denn, Alter, der Nächste? Seid ihr sowas wie Dark Knights? Nee, der war zu einfach für... Der hat ja richtig Damage gefressen. Maschallah. Junge, steh doch auf. Kämpf gegen mich. Ja, wahrscheinlich kann ich die einfach schlagen. Aber es könnte auch irgendeine Quest sein. Weil die, wenn hier schon der zweite ist, vielleicht muss man hier clearen, dann helfen die einem zukünftig irgendwie so. Das will ich mir nicht versauen. Töten kann ich sie immer noch. So, ich... Das ist auch... Ihr seid gestorben, nicht du bist gestorben. War bei 1 auch ihr seid gestorben? 11. Okay, bei dem war jetzt ein bisschen eklig. Das ist oft bei diesen Streitkolben-Gegnern, war beim Ninja Turtle auch schon so. Die holen sehr lange aus. Und dann rollt man zu früh. Mein Gott, okay. Ups. So. Geht wieder los! War nicht so dolle, weil das geht sehr lange. Oh. 7 hatten wir noch nicht, glaube ich. Rohrstock. Stellt sich immer noch Corona.
Jo, Henno aus Studio 1. Büro, bitte kommen. Hallo Henno, hier aus dem Büro. Wie kann ich dir helfen? Was heißt kommen? Ich bräuchte jemanden, der mir mit dem Rohrstock einmal auf den Arsch haut. Over. Over and out. Over and out heißt ja... ist doch egal. Rohrstock, immer Rhythmik. Ja, komm. Der ist neu, ne? So, hab ich hier. Ist lederbezogen. Hallo Anna. Ja, Mensch, hartes Management, ne? Ja. Ja, nach eigenem Ermessen würde ich sagen. Und ich weiß jetzt auch nicht, mit welcher Seite es ist. Also laut Michi soll der Schmerz nicht so dumpf sein, sondern eher so ein bisschen stechen. Ist schade mit den Masken, weil die Leute wollen wahrscheinlich meine Fresse sehen, aber so ist es halt. Gerne, mach Linkshänder. Ne? Du kannst ja auch gerne noch weiter wegschieben. Hauptsache, ich glaube. Oh, okay, dankeschön. LOL! Gut! Michi! Was ist das denn? Hat auch ordentlich zugehauen. Also. War auch erstaunlicherweise auf dem Rücken. Der bricht einfach. Aber der sah auch schon so angebogen aus. Vielleicht war der schon angeknackst an der Stelle. Ist ja weird. Hey, hier ist auch richtig noch Gummi dazwischen. Ja, ich glaube, der war ein bisschen ange... Geht ja immer noch. Na gut. Ja. Also, Streitkolbenboy. Schwertboy war einfacher, weil der hat nicht so ewig ausgeholt. Aber Streitkolbenboy. Wobei der letzte Schlag war dann auf einmal sehr schnell, ne? Ah. Streitkolbenboy hat dafür nur zweimal zugelangt und nicht dreimal. Ich glaube, Key ist bei denen echt ähnlich wie die Riesen. In Dark Souls 1, diese großen Typen mit ihren riesigen Schilden. Einfach um die rumtänzeln. Yes. Respawn die jetzt eigentlich? Sind die jetzt gerespawnt, weil ich gestorben bin? Nee, ne? Nee. Okay. Ja, halt nichts aus. Aber einmal eine Kombo gefressen, war es das auch. Übrigens, ich finde die Kamera auch viel besser als in Dark Souls 1. Ich nerv euch, oder? So. Aber man muss auch mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, vielleicht auch schon tausendmal, I don't know. Dark Souls 2 ohne diese Special Version, Skull of the First Sin. Doch, ist gerespawnt, krass. Ja, stimmt, ja klar, hä, was laber ich? Selbstverständlich. Vor dieser Special Version und den DLCs war das Spiel aber auch echt nochmal anders, da ist ein Feuer, lol. So, moin. Eigentlich will ich gar nicht so nah an den Rand. Der ist einfach ein Freehit. So, hier war ein Feuer, Mensch. Oh, ich hole mir erstmal meine Seelen, oder? Sind die weg, wenn ich mich hinsetze? Nee, ne? Nö. Gut, in Dark Souls 2 kann natürlich auch nochmal... Na gut. Huch! Wo bin ich jetzt? Wie heißt das? Ach, guck mal, ist auch... Die verlorene Festung ist jetzt aufgerückt. Anscheinend wird auch so ein bisschen sortiert. Heides Flammenturm. Anscheinend wird auch ein bisschen sortiert, wo man zuerst hin sollte und so. Okay. Oh, moin. Ja, guck dir das an. Der greift erstmal 80 Kilometer in eine falsche Richtung an. Ich hab gerade geguckt, ob das... So. Ja, guck.
Ja, guck, ich muss einfach um die Runde. Krass. Das ist interessant. Viele Gegner, so in Dark Souls 1 zum Beispiel, folgen mit dem Angriffen einem noch, ja? Aber die gar nicht. Krass. So, was ist das? Sehr lang. Namenlosen Soldaten und Menschenbild. Okay. Oh, ich wollte mir ja nochmal das Schild angucken. Fällt mir gerade ein. Genau, das Dranglake-Schild. Oh, das sieht gut aus. Warte mal. Nee, wie war es der genaue Vergleich? So, ne? Genau. Ja, weniger elementare Resistenz, aber Dranglake-Schild sehr, sehr gut. Also 100% physische Damage Reduction. Das ist, und Magie richtig stark. Und hält länger. Also, der Block bricht. Oder ist länger aufrecht. Okay, ist halt schon doch deutlich besser. Außer gegen Elementar. Jetzt bin ich über 70 Kilo. Ja, dann lege ich die Armbrust ab. Perfekt. Krass. Ja, 100% Damage Reduction ist halt godlike. Oh. Ne, das ist wieder der erste. Gut. Ay, Junge, sind hier nur so welche? Da hinten auch? Krass. Da ist einfach ein Drache. Ach du Scheiße. Ja, Flammenturm musste ja kommen. Das ist ein bisschen eklig, dass hier alles so eng ist. Willst du vielleicht hierher kommen? Dreimal, ne? Willst du hier rauskommen? Wie viele Seelen geben die? Huch. Da ist ein Kolben rausgekommen. Okay. Was ist das? Lloyds Talisman. Das war auch irgendwie useless shit, glaube ich. Immer eine gute Idee. Einfach mal ziehen. Oben ist jemand. Oben rechts, seht ihr? Da ist jemand oben drauf. Okay. Na gut. Gehen wir mal weiter. Hier sind locker mehrere. Ja, sehe ich schon. Oh, der hat ein Zweihandschwert. Der ist neu. Ist er der Chef? Ne, sieht genauso aus, ne? Ja, es sind drei. Kommt ihr gleichzeitig? Das wäre nicht so geil, muss ich sagen. Was haben wir denn da rechts? Da ist irgendwie so ein... Ah, da kommt er draus. So, dann einer nach dem anderen. Doch nicht. Es wäre wirklich sehr doof, wenn die anderen jetzt auch kommen würden. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Toll, toll machst du das. Fein, fein. Ja, ui, du bist so böse. Komm, schlag zu, schlag mich. Ui. Oh. Bleichstein. Oh, da ging jetzt direkt wieder... Warte. Die anderen kommen. Ach du Scheiße. Okay. Enger Durchgang ist mein... Wichtig. Wichtig. Den muss ich bursten. Muss gleich was trinken. Dude, hilf mir doch mal. Oh, ist ein bisschen... Bin ich so am Abgrund, Dicky? Ja, komplett easy. Hey, man muss einfach nur hinter die gehen. Free win. Geborsten blauer Augapfel, das ist, glaube ich, für Online-Gameplay. Haben wir hier in dem Format nicht. Mann, das wäre echt geil. Bei Dark Souls 1 habe ich es ja noch gar nicht geblickt.
was alles online möglich ist. Als ich dann privat meine Runs gemacht habe, dann habe ich das alles erst gecheckt. Voll schade. Hier bei Dark Souls 2 hätte ich jetzt voll Bock, auch online halt was zu machen. Das muss ich übrigens mal häufiger verwenden. Mann. So, was für ein... Verhindert Estus wieder schon in einem Gebiet. Ja, das glaube ich auch für online. Bleichstein. Was ist Bleichstein? Riesenbaumsamen. Kann ich mir mal durch. Feinde regenerieren auf Eindringlinge aus anderen Welten. Feinde reagieren auf Eindringlinge aus anderen Welten. Lol. Ja, ich muss mir mal die Sachen durchlesen. Mein Gott. Ein von einem Riesenbaum stammender Klumpen. Feinde reagieren auf Eindringlinge. Als die Riesenvielen wuchsen sie zu gigantischen Bäumen. Der Tod ist nicht das Ende, denn alles Leben verbleibt im großen Kreislauf der Wiederherstellung. Doch was ist mit jenen, die außerhalb des Kreislaufes stehen? Ja, die von außerhalb. So, was ist jetzt hier? Seelengefäß. Genau, Stufenneuweisung. Wo ist Bleichstein? 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 Das? Überfällt die Welt der Schuldigen. Tja. Bleichstein? Hä, bin ich dumm? Jetzt geht's wieder los hier. Ist es eine Waffe, ein Ring oder ein Zauberstab? Ist es ein Schild? Bleichstein? Es muss schlimm sein, wenn man das schon weiß. Es tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid. Ach, den hatte ich abgelegt. Lol. Dann never mind. Oh, das macht Sinn. Hebt Zusatzkräfte von Ausrüstung auf. Ah, damit kann ich quasi... Warum gucke ich nicht zuerst hier? Damit kann ich quasi... Junge, ich habe einen 7. Die müssen raus. Also hiermit kann ich dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf eine Waffe, zum Beispiel hier Feuerscherbe draufknall, rote Scherbe, dass die Feuerdamage macht, dann kann ich das wahrscheinlich wieder rückgängig machen. Matte Glut. Glut, die ein mattes Licht verströmt. Eine Glut, die ein mattes Licht verströmt. Diese Flamme scheint fast erloschen. Ja, anscheinend, das gibt man wahrscheinlich einem Schmied, ne? So, dann kann ich mir das hier... Verändert Titanit. Verwendet dies bei einer Waffe oder einem Schild, um alle verliehenen Kräfte aufzuheben. Verstärkungen werden nicht aufgehoben. Verliehene Kräfte wie Magie, Feuer, Gift, etc. werden jedoch aufgehoben. Gut. So, jetzt wollte ich nochmal das Schild, wo ich hier gerade bin. Bla bla bla, Story. Okay. Das Schwert vielleicht hier nochmal, Dranglake Schwert. Okay. Gut. Bleichstein droppen die. Das ist ja krass. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Der könnte runterkommen. Den hätte ich safe abschießen können, oder? Wobei es eine ziemlich dicke Kette. Guck mal, der hat sogar Stacheln unten dran. Aha. Okay, wir haben jetzt zwei Wege. Und wir haben hier wieder so einen Hebel. Ja, macht Sinn. Da könnte ein Bossfight kommen. Könnte ich mir vorstellen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Da ist wieder ein Dude. Hier vielleicht aber auch. Oh, der hat richtig... Was? Warum hilft er dem jetzt? Warum hilfst du dem, du Arschloch? Der macht ja genauso viel Damage. Obwohl der viel kleiner ist. Ach du Scheiße. Was ist mit den anderen?
Kann ich den parieren? Bitte hilf dem nicht. Zwei Schlücke. Digga. Okay, warum war der eine jetzt aggressiv und der hier nicht? I don't get it. Okay, also die hauen genauso hart zu, wobei... Ja, vielleicht nicht genauso hart, aber schneller. Vor allem dieser komische Zweierhieb, der dann auch einmal ins Nirvana geht. Also trifft mich, hat mich ja nicht einmal getroffen, der zweite Schlag dann. Weil der den einfach dann in eine andere Richtung macht. Wahrscheinlich sollte man dodgen, dass dann der trifft. Na gut. Also warum war er denn jetzt aggro? Da oben ist ein Drache. Scheiße. Was ist das hier? Göttlicher Segen. Problem ist, ich habe kein Estus Flakon. Das ist eigentlich komplett shit. So, Bro. Er hat auch Bock. Ja, der hat keine Pfeile stecken. Boah, Digga. Okay. Aber wie man sieht, ich krieg keinen Schaden. Wenig Ausdauer, um viele Schläge dann zu machen. Der ist mir... Der ist mir sehr flink. Da will ich jetzt... Also, das Ding ist, ich spiele jetzt gerade auch viel mit Schild. Einfach, weil... Oh Gott, ist der schnell. Ich spiele jetzt viel mit Schild, um erstmal die Angriffsmuster auch zu checken. Jetzt dreht er um. Ich könnte jetzt probieren. Ja, eigentlich wäre das unnötig riskant, den ohne Schild zu machen. Parieren ist halt... Mit so einem fetten Schild. Eieieiei. Ich muss gleich trinken, nachträglich. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal nicht getrunken. Es tut mir leid. Aha. Wichtig. Geht doch. Und ich habe dabei sogar geblockt. Okay, ich muss jetzt mal dreimal trinken. Und das war richtig eklig. Jetzt weiß ich. Da ist Senf drin. Mein Kryptonit. Adi, warum Senf? Wisst ihr noch diese Forza Horizon Aufnahme? Nee. Mario Kart. Quatsch. Nickelodeon. Boah. Nickelodeon Kart Racer. Oh Gott! Da habe ich 3 Löffel scharfer Senf schnell hintereinander genommen. Seitdem... Wirklich. Das ist gerade sehr grenzwertig. Ich überlege gerade, ob ich sage, ich mache das nicht.
weil mir wirklich schlecht wird. Gibt Schlimmeres im Leben, ne? So, Digi. Scheiße. Ich habe keine Estus Flakon. Ohne Estus Flakon ist hilarious dumm, was ich jetzt versuchen will. Vor allem mit 7000 Seelen. Das ist halt... Ach du Scheiße. Feuerresistenzschild. 60. Aber auch nur, wenn ich blocke, also... Feuerresistenzklamotten. Schon ziemlich top of the... Oh, 9 nur. 14. Das ist aber schwerer, deutlich schwerer. Oh, scheiße. Die. Yes. Ein Feuerresistenz mehr. Fuck. Mein Problem ist, wenn ich jetzt zurück ans Lagerfeuer gehe, ich muss alles nochmal boxen. Okay, ich versuch's. Magischer Schaden. Ausdauerkraut. Abfahrt. Boah, Junge, ist das eine Keule. Ziemlich dumm. Macht er nochmal, wa? Letztendlich war das ganz gut. Ich bin nur ein bisschen zu früh losgerannt. Ich wollte dann halt schnell zu ihm. Ich glaube, man muss nah an ihn ran, sonst spaltet er die ganze Zeit Feuer und das war's. 12. Ach, Scheiße, was soll das? Die Cam ist für was anderes gedacht. Mann! Geht los! Ach, warte mal. Leuchtet's auch. Oh. Die Nummer 18. Fünfzehn Minuten ohne Gegner anvisieren. Okay. Mal was Neues. Ja, feiere ich. Junge, was komme ich immer auf diese Szene? Okay. Ich werde jetzt absolut tryharden, weil ich meine beschissenen... Weil ich meine beschissenen 7000 Seelen zurückhaben will. Warte mal. Genau, Menschenbild würde ich jetzt erstmal nehmen. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt diese weißen Boys hier wegklatsche, die da rumsitzen. Weil die ist ein...
Fleischstein. Nochmal, lol. Lebenstein? Nee, ah, na egal. Nicht anvisiert. Ciao. So. Warte mal. Pulle! 15 Minuten. Timer. Timer. Es macht aber auch schon wieder Bock, ey. Das ist Dark Souls 2, ist das Elden Ring der kleinen Leute. Weißt du, wie ich meine? So, 15 Minuten. Komm jetzt bitte, Herbert. Actually, Glück, dass ich hier bei den großen Gegnern gerade dieses nicht anwiesen. Digga, hau doch zu jetzt. Es geht nicht. Dafür sind die Schilde zu groß. So. Ist ja wieder alle, immer noch alles richtig hier. Ja, dann gehe ich doch erst hier lang, wenn da hinten der Boss ist. Wobei, wait, da steht einer mit einer dicken, dicken Hellebarde. Holy shit. Oh, jetzt hier wieder drei, ne? Pass mal auf. Wir probieren das mal. Schade. Actually, echt schade. Hätte ich cool gefunden. Okay. Dann komm mal her. Ich glaube sogar... Two hit? Two-Hit. Bei dem brauche ich jetzt 80 Schläge. Mach doch! Mach doch was! Du Affe! So. Du brauchst eine blaue Augapfel. So, jetzt wird es tatsächlich am schwersten. I guess, oder? Vielleicht kann ich nur einen triggern? Junge, was rennt der denn auf einmal so? Ich will keinen Senf. Scheiße. Der rennt zurück. Ich will die halt, also was ich die ganze Zeit versuche ist. Hatte ich den eben anvisiert? Ich habe den eben anvisiert. Oh Gott, darf ich nicht. Ich will die ganze Zeit um die rum, um die von hinten zu dingsen. Was mit ihm, Alter? Hast du irgendwie Schmerzen?
Ausdauerprobleme. Oh Gott, er lebt ja noch! Alter, ich dachte, ich hätte ihn. Stimmung kippt. Alter Adi, du kriegst es so, wirklich, du kriegst es so rein. Vor allem auch, wie viel Senf das auch ist, glaube ich. Also würde ich vermuten, es schmeckt. Wie konnte ich das beim ersten Mal nicht? Zwei hatte ich. Alleine Gedanke, ist jetzt schon Kopfsache. Scheiße. Ich will gar nicht die andere Zutat wissen. Ich glaube, dann wird mir noch schlechter. Ja, 7000 Seelen im Arsch. Weil ich zu faul war, den Weg nochmal freizukämpfen. Wobei, ich muss sagen, der Grund, warum ich jetzt vorm Drachen nicht irgendwie Level kaufen war oder so, tatsächlich, weil ich dachte, so für euch ist wahrscheinlich kacke jetzt nochmal dann den ganzen Weg. Aber es wäre safer gewesen. Ah, ich ärgere mich. Boah, ist das eklig, Alter. Das ist wirklich... Aha. Da nehme ich ja sowas von Lebenstein. Ah, scheiße. Junge, 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 demnächst hauen die da Alkohol rein oder so. Ist ja einfach nur asozial. Ey, ganz ehrlich, da sind noch ein paar Alkoholiker in der Community, ne? Ich lese Kommentare. Yo, Andy Cutter. Ey, könnt ihr mal Stroh 80 da reintun? Jo, was ist falsch mit euch? Ich spiele hier Dark Souls und soll mir Stroh 80 reinpfeifen? Asozial, wirklich. Ja, hau mal Jägi rein. Schön Jägermeister mit Gewürzketchup. Junge. Bah, bah. Ist schlimm irgendwie mit dem Anvisieren, muss ich sagen. Der ist halt nur ein Tool. Recht interessant. Lol, der andere geht zurück. Also, Seelen farmt man hier ganz gut. Was geben die? 500? Die 7 Titanenscherben hier schon drauf auf denen, ne? Ich würde hier die wahrscheinlich tooten. Okay, pass auf, wir machen das jetzt anders. Ich habe nämlich gar keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Das ist die schwerste Stelle, weil die einfach zu zweit sind. Gut. Hä?
Ein Pfeil hätte fast gereicht. Jetzt. Nee. Hä? What? Ja! So, Junge. Hey, aber selbst da hat er mich gerade noch fast gehittet, ne? Habt ihr es gesehen? Ich war schon in der, im Crit, in der Animation und er hat noch dieses komische Geräusch gemacht. So, als ob er mich hittet. So, jetzt sicherheitshalber. Psst. Gut. Alter, was für Affen, wirklich. So. Auf euch scheiß ich. Auf euch auch. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier weiter, weil ich habe das Gefühl, der Drache könnte ein schweres. Hab ich den letzten Tod eingetragen? Ich glaube nicht, weil ich so buff war. Genau. Ich habe das Gefühl, da, bevor ich. Also, da ist ja auch fix. Ja, da ist Ende. Und da ist ein fetter Gegner. Ich gucke mir jetzt erstmal den anderen Bereich an, weil vielleicht findet man da sogar etwas gegen den. Wisst ihr, das ist manchmal so ein. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es. So. Worauf ich aber richtig Bock hätte, zwei von denen, Alter. Das wäre noch die Höhe. Digga, was ist denn mit euch? Hä? Ich rall die nicht. Die droppen auch einfach nie was. Ich habe richtig Schiss, dass sie irgendwann alle aufstehen und zu mir gehen. Egal, wo ich gerade bin. Er hockt vor der Truhe? Das sieht ja auch schon wieder schwierig aus mit so einer Fläche. Als ob hier gleich irgendwie wieder Drache kommt. Das ist der Flammenturm anscheinend. Von Heiner. Heiner. So. Und nochmal. Der haut dreimal zu. Krass. Ich dachte die ganze Zeit, der haut zweimal zu. So. Ich sage euch jetzt, was passiert. Ich springe darüber und auf einmal steht der auf. Safe. Ich. Also an sich. Normalerweise würde ich den jetzt abknallen und er fällt runter, weil er zu mir will. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich will nicht hier irgendwas versauen, womit ich die, die friedlich sind, irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ist da? Lass mich an die Truhe. Darf ich? Das ist so eine Trap. Ich wette, wenn ich das jetzt mache, ist es Instant Kill. Oder so, weil er mich dann so schnappt und mich absticht. Ich mach's jetzt einfach mal. Krass. Nee, okay, man kommt einfach nicht an die Truhe. Oh. Tja, dann ist jetzt die Frage. Boah, schwierig. Weil ich weiß ja nicht, was noch passiert. Okay. Ja, ich mache jetzt das. Das ist ein fetter Hellebardentyp. So, und wenn ich mit allem durch bin, dann weiß ich, die kann ich angreifen. Wenn bis dahin nichts passiert ist. Wobei, da oben geht es immer noch weiter. Na gut. Okay, fetter Hellebardentyp. Pass auf. Wir machen Folgendes. So, einmal das. Der sah, also wenn das jetzt hier mit Nebeltor und so ist, dann ist das sogar eher der Boss als der Drache, könnte ich mir vorstellen. Da. Okay, die können weg. Das kann weg. So. Los geht's. Ich hoffe, der hat keine Hits. Ich darf nicht anvisieren, fällt mir gerade auf. Einmal Stoß. Okay, das war ja absolut affig.
ich verstehe. Ich darf ihn anvisieren? Sehr gut. Timer läuft. Ja! Siste Drachenreiter und da hinten ist ein Kackdrache. Kommt er jetzt? 18.000 Seelen. Jo, ich mach sowas von Heimkehrknochen, oder? 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 Oh, es ist jetzt aber schon langsam echt Paranoia, muss ich sagen. Das ist schon krass Paranoia. Ey, nee, als ob jetzt irgend... Nee, das wäre wirklich... Ja, wobei... Irgendwer muss... Irgendwoher muss ja der schlechte Ruf von Dark Souls kommen, von Dark Souls 2. Nee, ich glaube an das Gute im Spiel. Weil da oben saß ja so ein kleiner Hans Wurst. Die bewegen sich! I fucking knew it! Die bewegen sich jetzt dahin, der weiße Wichser. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Jetzt sind sie sauer. Leuchtfeuer. Ehre in den Arsch. Aber, wer bist du? Okay, ich setz mich erstmal hin, ja? Ist cool? So. Ciao. Perfekt. Ja. Ciao. Jetzt sind die verlorenen 7000 Seelen nicht mehr so bitter. Okay. Wie viel brauche ich? 15 brauche ich. Glaube ich habe 13. Bearer of the seek so seek lest this land. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ohne das jetzt irgendwie cocky zu meinen, ich fand den Bossfight jetzt auch nicht schwer. Der hatte ja immer nur einen Schlag. Wenn man den gedodged hat, konnte man immer zwei, dreimal angreifen. So, geschickt. So. Yes. Machen wir. Und jetzt würde ich, glaube ich, auf Ausdauer gehen. Ich brauche Ausdauer, merke ich. Na, oder... Warte. Hä, hey, was mit deinem Mäntelchen? Deiner Kappe? Krasse Physics. So. Vier Schaden mehr. Vier Schaden nur mehr, aber dafür Blutungsschaden. Ich bin gespannt, ob man das in Dark Souls 2 jetzt sieht, wann Blut triggert. Höhere Reichweite, langsameres Angriffsmuster wahrscheinlich. Einhändig möglich. Och, geht aber gut. Also, schön am Cleaven. So, dann RT. Stechen. Und schwingen. Zweihändig. R1. Horizontal. Sehr geil. Und RT. R1. RT. Okay. Okay, also... Krass. Ja, gut. Cool. So, was geht bei dir? Gut. Ich würde das Schwert spielen. Ich würde das Schwert spielen. Verstärken. Da ist es. 540.
Jetzt brauche ich zwei große Titanitscherben. I'll be around. So, jetzt macht 60 Schaden mehr pro Hit. Das ist schon ordentlich. Okay, plus 4. Wie hat sich das Scaling verändert? Ups. C und D. Okay. Ja. C und D. Krass. Ich glaube, also hätte ich das jetzt... Ich meine, die Keule ist halt R-Rating. Hm. Na gut, aber ich fühle das Schwert einfach sehr und Blutungsschaden fühle ich auch. Gut, jetzt würde ich noch Ausdauer leveln. Wobei. Ey, du hältst mal kurz die Fresse. Eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Scaling verändert, wenn ich jetzt das erste Mal große Scherben, große Titanitscherben anwende. Kann ich die kaufen bei ihm? Nee, nur kleine. Okay. Gut. Guck mal, hier gibt es, glaube ich, auch das S-Dog. Ja, das fand ich immer so geil. Na gut. Streitkolben B. Boah, gute Waffen. Aber nicht hohe Reichweite. Gut, ich liebe hohe Reichweite, weil ich dann besser Gegner outmoven kann. Gerade Bosse und so. Dann aus einer besseren Position trotzdem Hit landen können mit mehr, durch mehr Reichweite. So, wie viele Tode haben wir? 13. Ja, dann bin ich ja richtig. Gut. Jetzt level ich Ausdauer. Weil die ist mir andauernd... Kann ich dann immer... Ich mache immer ein paar Hits und dann habe ich... Mann, die labert. Und dann habe ich immer nicht mehr genug für eine Ausweichrolle und werde immer gehittet. So, wie geht Ausdauer hoch? Ja, Kondition, ne? Ja. Ich trigger mal die ganzen Seelen. So, stolzer Ritter. 3000. Krass. Es ist so nice, dass man jetzt alle machen kann. Aber es war ja bei der Dark Souls 1 Remastered Edition auch schon so. Ist ja gut. Okay. Fettes Upgrade, Leute. Ich sehe zwar mit dieser Mütze echt ein bisschen lappig aus, aber ich habe echt das Gefühl, dass die Drop Rate richtig hochgegangen ist. So, wir reden jetzt noch einmal mit der Person, die da oben drauf war, auf dem Feuerturm. Vom Drachenreiter, hieß er so? Moin, servus. Are you from these parts? Nee. My name is Lysia. Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am. Ah, wenn man auf Wunder gehen möchte, ist das eine Lehrerin. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power, but the cost of it. Nee. Habe ich schon. Nee. Aha. Na gut, ne? Hier könnte man. I'd heard awful rumors about this place. And I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. Hier war der König. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now, they may have scarce room. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared, and such is my... Sometimes I fight the urge to pack up and go. It is, and being out here all alone only makes this a more fitting. I expected this cathedral to be bustling,
But there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move to a place I could gull the... Sorry. Help the gullible by teaching the... I expected this cathedral without... To a place I could gull... Good. No need for miracles. So. Ey, wait, hier geht's ja auch noch weiter. Guck mal, wie die jetzt hier sogar patrouillieren. Und der ist vor seiner Kiste aufgestanden. Ja. Aber wir gehen erstmal weiter. Es geht runter. Runter. Mhm. So. Es geht also runter. Da ist ein Item. Klosteramulett. Klosteramulett? Ist das ein Ring dann jetzt, oder? Nee. Was ist es? Heilt Gift und stellt TP wieder her. Digga, bin ich jetzt... Uff. Junge, hier kommen wir jetzt langsam Kaliber auf mich zu. Okay. Sehe ich denn nicht an? Scheiß auf Kacksenf. Nee. Outplay ich. Okay, hier geht's runter und hier ist ein Item. Ich könnte. Junge, hier sind drei Items. Menschenbild, dunkle Pastillen. Seele eines stolzen Ritters. Hellebarde des alten Ritters. Habe ich zu früh meine Titanit-Scheiße ausgegeben? Hä? Warum ist es eine Gesch... Warum hat die A auf Geschick? Es ist ja komplett lost. Ja, aber wie viel Base-Damage die hat? Guck mal... Ich habe das Großschwert hier viermal abgegradet. Und es hat jetzt leicht weniger physischen Damage. Krass. Was steht da so dabei? Aber warum hat die denn A auf Geschick? Sie ist von... Extrem niedriger Dauerhaftigkeit. Mitunter kann etwas, kurz bevor es auseinanderbricht, noch einen letzten riesigen Kraftschub freisetzen. Aha. Das heißt, kurz, wenn die quasi die Attacke, die dazu führt, dass die Waffe hier bricht oder verbraucht ist, ja, Tatsache nur 20, krass, sorgt dafür, dass nochmal ein richtig heftiger Hit kommt. Junge. Junge! Alter! Aber 15 Gewicht auch, ne? Krass. Gut. Ja, heftig, Leute. Wir haben ultra viel geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich schaue mir jetzt an, was da drin war. Digga, das ist nicht sein scheiß Ernst. Ciao.